Und rein da. Jetzt bin ich doch sehr, sehr, sehr gespannt, was sich da verbirgt. Wenn sich da einer mehr oder weniger, ich habe keine Ahnung, wie die Zeitrechnung, wie die Monatsabfolge ist, aber mir doch mindestens ein halbes Jahr und dann ist er irgendwann verrückt geworden, also wahrscheinlich deutlich über ein halbes Jahr noch, wenn da drin auffällt, dann ist da hoffentlich ein bisschen was Wertvolles. Wäre cool, wenn wir uns dann irgendwann nämlich mit sowas unser Haus leisten könnten. Da war die Truhe. Dann ging es runter. Genau, hier geht's dann. So. Jetzt müssen wir noch die drei Symbole identifizieren, die wir hier brauchen. Die sind ja auf den Krallen drauf, immer wenn ich mich recht erinnere. Schalüssel. Nee. Warum ist das Ding nicht unter Schlüssel? Das ist irgendwie blöd. Sonstiges. Saphir-Drachenklaue. So, ich würde die gerne angucken. Man kann die irgendwie, habe ich mir sagen lassen, auch angucken genauer. Naja, egal. Was haben wir da? Wir haben Libelle, Eule, Wolf, würde ich sagen. So. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Die Bälle. Die Eule sieht gut aus auf jeden Fall in der Mitte. Und da nehmen wir so einen Wolfkopf hin. Na, das war doch richtig. Ach, Samir. Ist wieder viel zu voreilig dahin gepatscht. So, einmal noch. Und die Kralle rein. Die schwebt da von alleine hin. Das ist sehr schön. Und die Tür geht auf, so wie es aussieht. Gehen wir lieber mal einen Schritt zurück. Hier gab es schon zu viele Fallen. So, und dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Da liegt ein Seelenstein, schauen wir, der ist gut. Leinentuch, beschädigtes Buch. Lederhelm. Oh. Nehme ich mal mit. Das Gewicht-Wert-Verhältnis ist ziemlich gut. So, was haben wir da? Orkischer Streitkolben. Nehme ich mal mit. Den wollte ich eventuell einen benutzen, verbessern. So. Und das hier sieht interessant aus, sage ich mal. Was haben wir denn da? Zauberbuch Eichenhaut. Das ist gut. Ein Rüstungszauber. Den ziehe ich mir gleich rein, würde ich sagen. Du kennst bereits Eichenhaut, na gut. Schade eigentlich. Aber haben wir immerhin ein Buch, das kann man auch immer mal ganz gut verkaufen. So. Ich hoffe, das war es jetzt nicht an Reichtümern. Na, tolle Wurst. Muss gestehen. Ah, ich wollte doch noch die Seelenfalle drauf machen, Mensch, Lydia. Bist immer so voreilig. So. Habe ich überhaupt noch die Seelenfalle an? Ja. Na, ruheloser Trauge? Kommen noch welche oder war es das jetzt? Ich such mal die Kollegen mal alle. Gold. Knochenmehl. Können wir vielleicht wirklich mal so eine Knochenrüstung machen irgendwann? Also eine von den normalen, nicht Drachenknochen, aber wir müssen ja auch da irgendwann mal hinkommen, sage ich mal. So, Gold. Ja, Pfeile, warum nicht? Zaubertrank des Volltreffers. Bögen verursachen mehr Schaden. Finde ich cool. Was es alles so gibt. Gold, Knochenmehl. Pfeile. Pfeile kann ich nie genügend haben. Wenn ich hin und wieder mal meinen Bogen benutze zumindest. War das da hier vorher schon offen oder ist das aufgegangen? Aktivieren Hebel.
Jetzt ist die Tür auf jeden Fall wieder aufgegangen. Da auch sowas? Nee. Können wir weiter. Bin mal gespannt. Na toll. Hallo? Komme ich da wieder raus oder muss ich da irgendwo hintauchen? Ansicht ist hier Geldbeutel, immer gut. Orkischer Zweihänder, nicht so mein Interessensgebiet. Luft wäre aber gut. So. Ja, wenn ich das jetzt zumache. Ah ja, Lydia lässt sich da quasi rausheben, auch nicht schlecht. Ziemlich viele interessante Sachen hier auf jeden Fall, so an Mechanismen, Fallen etc. So, gehe ich erstmal da rein. Das Skelett hat jetzt nicht viel ausgehalten, sage ich mal. Hat auch nichts weiter dabei, also so langsam habe ich genügend Pfeile. Auch wenn ich vorhin gerade gesagt habe, ich kann nicht genügend haben davon. Und Lydia rennt auch voll in die Falle rein. Öffnen, Eisentür. Jawaja. Durchsuchen, Urne. Aha, Zaubertrank und Gold. Und ein Topf. Was haben wir da? Beschädigte Bücher. Krug. Nö. Nix von Interesse gerade. Ist das eine Tür? Ne, das ist ein Grab. Da kommt bestimmt demnächst eine raus. Ja, Halleluja. Da sind auf jeden Fall Unmengen an Skeletten. Aber wie wir ja gelernt haben, Skelette brennen ja durchaus ganz gut. Oh! Tja. Blöd, ne? Irgendwie so ein bisschen. Gehen wir hier mal wieder rein in das Hügelgrab. So. Jetzt frage ich mich, wann sind wir hier das letzte Mal? Wann war das letzte Mal automatisches Speichern? Haben wir die... Ja, das genau. Wir haben die Saphir-Drachenklaue. Es geht nur darum, da jetzt nochmal reinzugehen. Und beim nächsten Mal wissen wir dann auch Bescheid. Dass ich da nicht so viel rumzündeln darf. sollte ich mir einen anderen Zauber nehmen? Oder ich kann das natürlich auch zu meinem Vorteil nutzen, denke ich mal. So, ich glaube, wir hatten außen den da mit der Eule und unten den Wolf, ne? So hat man das genau. Aktivieren. Dann gehen wir wieder rein. So. Ja. Den Seelenstein nehmen wir mit, natürlich wieder mit. Den Helm nehme ich einfach auch mal mit. So. Mal im letzten Mal ja auch eingepackt. So. Das Buch nehme ich wieder mit. Und ansonsten gab es hier nicht viel, wenn ich mich recht erinnere. Und hier löst dann dieser Mechanismus aus. Und. Na komm. Und zack, zack. Geh kaputt. Und da springt er jetzt nicht hoch, warum auch immer. Zack. Tot. Und da kommt noch einer. So. Wieder Dinge einpacken. Das Nordschwert habe ich jetzt aus Versehen eingepackt. Das war nicht unbedingt beabsichtigt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch mal sagen. Ich packe hier mal kurz mehr ein. Weil da kommt ja noch so eine andere Sache wieder ins Spiel. Da geht es mir jetzt nicht ums Geld. Aber, werte Dame. Ich bin direkt hinter euch. Ich möchte Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, genau darum geht's. So, und zwar. Nimm doch mal das, nimm doch mal den.
Nimm mal so ein Nordschwert. Vielleicht ist ja irgendwas davon besser. So, als das, was du benutzt. Ja? Jetzt benutze nämlich die Axt. Macht sie schon mal mehr Schaden. Und was ich mir auch nochmal angucken kann, ist, sammeln wir da auch ein bisschen mehr Erfahrung. Ist das Nordschwert, ist so eine Einhandwaffe. Also ich könnte... Ich glaube, ich kämpfe nämlich lieber mit dem Schwert als mit so einem blöden Stahlstreitkolben. Das macht jetzt, ich glaube, das macht jetzt weniger Schaden noch als mein Streitkolben einen Punkt, aber ich möchte es mal ausprobieren, ob es sich lohnt, das Ding eher zu verbessern dann. So, das haben wir beim letzten Mal nicht mitgenommen, glaube ich. So, jetzt haben wir das wieder. Dann können wir den Geldbeutel unten irgendwo noch einsacken. Pilzschild. Geldbeutel. So, ist nicht ganz wenig Geld, was der da bei sich hatte. Der letzte, der hier reingefallen ist, offensichtlich. So, jetzt machen wir jetzt zu. Dann kommt auch Lydia wieder raus. Und, ich nehme trotzdem die... Das war jetzt blöd. Die Flammen. Und... Das habe ich noch nicht in der... In der Schnellauswahl des Schwerts. Das macht 13. Mein Stahlstreitkolben macht 18 Schaden. Das ist mehr als nur ein, zwei Unterschied. Aber gut, dann nutze ich natürlich doch den Streitkolben weiter. Nur einfach zur Evaluierung quasi, ob das eine Einhandwaffe ist, das Nordschwert. Weil ich will eine neue Waffe demnächst mal. Muss ja irgendwann was sein. Zaubertrank der Blitzresistenz, ein Balsamierungswerkzeug und ein... Ja. Und ein totes Skelett. So. Jetzt machen wir das doch direkt mal so hier von der Seite. Es ist besser gelaufen als beim letzten Mal. Geringfügig. So, kann ich die jetzt noch durchsuchen alle? Nordbogen. Nordbogen. Halt. Falsche Taste. Nordbogen. Warum laufe ich denn jetzt so extrem langsam? Jetzt passt's wieder. Oh, und da schau her. Na du, das kann ich aber auch. Halt, nicht Lydia anzünden. Ich depp schon wieder. So, was, ja. 20. Und 5 Gold. Naja, es läppert sich, ne? So. Jetzt heilen wir uns mal hoch. So, mit der Taste. Und gehen wieder weiter. Ja, schaffst du es durch oder schaffst du es nicht? Na also. So. Alter. Lalalalalala. Ja, ist gerade schwierig irgendwie. Der lockt mich jetzt nochmal in die Falle rein, oder? Kann da Lydia nicht was machen? Boah, ey. Geh drauf, du Mist. Dings. So. Neue Stufe. Sehr schön. So, ich suche ich trotzdem erst nochmal Schlüssel zum Feuerschleierhügel. Sehr schön.
Dafür dürfte er dann auch etwas härter sein, sage ich mal. Aufschließen, Eisentür-Experte. Aber ich glaube, ich habe ja den Schlüssel gerade eingefangen. Neue Stufe. So. Ich gehe nochmal auf die Gesundheit. Wir haben jetzt so einen Talentpunkt mal wieder. Puh. Schießkunst. 29 sind wir leider noch nicht so weit, dass ich den ausgeben könnte, den ich schon die ganze Zeit wollte. Wo sind wir denn mit der Schmiedekunst eigentlich inzwischen? Wo ist denn die? Leichte Rüstung. Schießkunst einhändig, zweihändig. Schmiedekunst. Da sind wir natürlich noch sehr rudimentär unterwegs. Ich muss mich damit mal echt mehr befassen. Kann ich halt auch noch nicht verbessern an der Stellung. Wiederherstellungszauber. Ist alles noch sehr niedrig irgendwie. Wir sind jetzt bei Redekunst. Das könnte mir auch beim Geldproblem helfen. 10%, das wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Wie sieht es denn bei einhändig aus? Na, im Nahkampf bin ich ein bisschen besser zurechtfinden kann. Landsknecht, mache ich nochmal mehr Schaden. So, was haben wir da? Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen 25% weniger Ausdauer. Das ist sicherlich nicht schlecht. Gemetzel mit Kriegsäxten versuchen, verursachen mehr Schaden. Klingenspezialist. Spezialist, Angriffe mit Schwertern. Angriffe mit Streitkolben. Doppelwirbel. Angriffe mit zwei Waffen sind schneller. Ja, dass man ein bisschen mehr Ausdauer übrig haben im Kampf für diese mächtigen Angriffe, ne? Also wenn man quasi im Laufen angreift, auf den Gegner zuläuft und dann Schaden macht. Genau, wir haben den Schlüssel. Sehr gut. So, wie sieht es jetzt hier unten aus? Ist das Wasser? Das sieht wie Wasser aus, ne? Ich wollte jetzt eigentlich mit den Flammen mal testen, aber das sieht wie ganz normales Wasser aus, ne? Nur, ich bin jetzt, nach dem, was da vorhin passiert ist, naja, ihr habt's ja gesehen. So, was ist das? Okay, da müssen wir irgendeine Kombination hinkriegen aus vier Tiersymbolen mal wieder. Damit diese Tür hier dann aufgeht. Nee, damit die Brücke runtergeht. Headshot. Oh. So, das war zum Beispiel so ein mächtiger Angriff, von dem ich gerade geredet habe. Und dann kommen auch ganz gerne mal diese Finishing Moves. So. Ich habe irgendwas aufgehoben, weiß nicht was. Egal. So, okay. Da haben wir einen Adler. Okay. Ja, jetzt Lydia, ey, du. Okay, das sind offensichtlich die vier Symbole. Gut, wo taucht es als nächstes auf? Rechts, Delfin. Delfin oder Fisch oder irgendwas. So. Fisch. Schlange, Vogel. Haben wir vorhin gesehen. Fisch, Schlange, Vogel. Fisch, Schlange, Vogel. Merken, nicht vergessen. Fisch, Schlange, Vogel. Fisch, Schlange, Vogel, Fisch. Fisch. Schlange. War schon da. Vogel. Fisch. Fisch, Schlange, Vogel, Fisch. Öffnen. Na also. Sehr schön. Und hier kann man nochmal Sachen mitnehmen. Eisenkriegsaxt ist mir zu schwer zum Rumschleppen. Hübscher Stuhl. Naja.